Macht aber nichts, jetzt ist der Weg nicht so weit zum Zurücklaufen. Ich sollte mich doch nie umrunden lassen. Oh, da geht's auch noch runter. Guck mal schnell, was da noch gibt. Geheimraum. Oh, super. Oh, Geheimräume. Sehr schön. Magisch. Was gibt's denn da? Außer noch mehr Gegner. Oh, kommt schon. Jetzt bin ich noch enraged. So, jetzt sind sie gleich alle weg. Auf jeden Fall mal zwei Truhen. Das heißt, ich muss wieder 20 Sekunden warten. Nee, jetzt gar nicht. Sehr schön. Truhe aufgemacht und kein Deck. Kyras, Verjüngungstrank. Ach nee. Muss ich meinen Hund schon wieder wegschicken? Okay, erstmal den grauen Krams. Das hier kann weg. Palim Palim. Das ganze graue. Der ganze graue Mist muss wieder weg. Goldmenge. Will ich nicht. Das Schild behalte ich mal auf jeden Fall. Da habe ich noch so ein paar Legendary-Hosen. Die mir aber nichts bringen, weil sie auf dem Vagant beschränkt sind. So, was habe ich noch? Was kann noch weg? Oh, noch so eine legendäre Sturmkralle habe ich auch. Sturmklaue habe ich auch noch im Inventar. Euer Begleiter ist fort. Aber das mag ich ja nicht anziehen. Wenn schon, dann würde ich lieber zwei Einhänder wie nochmal ein Schild anziehen, außer es wäre wirklich was, wo eine Situation, wo ich sage, hey, scheiße, voll unschaffbar, da fresse ich so viel Schaden. Aber ob die kommt, weiß ich. Da ist noch eine Truhe. Die Ady hätte ich fast vergessen. Schnell weg. Boah! Die hat mich noch erwischt. Die Drecksau auf alle. So, weiter. Kann man auch ein bisschen... Oh, da unten ist auch noch ein Weg. Da waren wir auch noch nicht. Aber da geht's nicht weiter. Doch, noch ein geheimen Raum. Aha. Ja, das gibt's ja wirklich nicht. So viele Geheimräume und ich viel zahle. Nehmen wir noch die Kanone mit. Oh, da liegt richtig viel Asche rum. Das sieht aber auch nach einer Falle aus, wenn ich mal ehrlich bin. So, komm her. Boah. Ja, das sieht irgendwie komisch aus. Alles im Kreis angeordnet. Ich hätte es gedacht, wenn ich da reinlaufe. Oder vielleicht auch, wenn ich alles aufgesammelt habe. Oh, was ist das? Ein verfluchtes Schwert. Verfluchte Scheiße. Ah, ich nehme einen Heiltrank. Das ist ganz schön hartnäckig, ey. Tränke, Tränke, noch mehr Kohle. Urnen. Okay, da ist noch ein Gegner. Den hauen wir jetzt gleich um. So, ja, und sonst gab es da jetzt aber nichts. War jetzt nicht wirklich so geheimmäßig. Ja, willkommen zurück. 4 Uhr. Hier wieder ein kleiner Ruckler. So, jetzt gehen wir aber weiter Richtung Elite. Ich habe übrigens schon wieder Balkenlevel ab. Nur noch 2 von den Balken da. Und dann habe ich schon wieder... Ja, was von Level bin ich denn da? Was bin ich denn jetzt? 15, dann bin ich 16. Hey, genial. Okay, da sind sie, die 2000 Mobs. Erstmal die umhauen, die mir da in Range nahe kommen. So, Sturmrüstung. Und jetzt probiere ich mal so viele umzuhauen, wie geht. Und der Enrage ist schon wieder gleich aktiv. Das ist halt cool, wenn ich so viele treffe, dann kriege ich das recht schnell voll. Und ich drücke. Im Übrigen hacke ich die Heiltrank-Taste ständig. Dass ich jedes Mal, wenn der Cooldown ready ist, dass ich wieder einen Heiltrank Indus habe. So, ja, jetzt sieht es aber gut aus. Jetzt sieht es wesentlich besser aus. Das sind wieder die Runenrufer, die ganzen Mobs hier beschwören. Das ist scheiße, das nervt. Boah, die Minen. Komm, fallt um. Du auch.
Ja, der ist gleich tot. Ah, sehr schön. Ah! Oh, da waren wieder die Minen. Gerade noch so gemerkt. Oh, das war scheiße knapp. Und er hat wieder nichts dabei. Das ist schade. Ey, das ist Mist. Das sind's echt die Übermonster. Und dann haben sie echt wenig dabei. Oder bin ich da einfach nur ein bisschen von Diablo noch verwöhnt, dass nur der Trash-Items droppt? Keine Ahnung. Oh, super. Da ist die Tür zum Quest-Mob. Jetzt habe ich nur noch 11 Heiltränke. Ist ein bisschen wenig. Ich habe zwar auch noch die niedrigen, aber die sind nicht wirklich so effektiv. Euer Begleiter ist geflohen. Und ich würde einfach mal sagen, Begleiter, geh mal und hol mir noch welche. Hier, die da. Hol mir mal noch 15. So. In der Zeit haue ich da mal noch alles kurz und klein was darum, keuscht und fleucht. Schade, dass es mit dem Level-Up jetzt nicht mehr gereicht hat. Aber wir gehen mal Richtung General Grell. Und da sind wir auch schon. Nochmal eine Etage tiefer quasi. Ja, und das Portal, das portiert mich jetzt zum Boss. Und ich weiß auch nicht mehr, ob ich dann zurück kann. Deswegen warte ich jetzt kurz, bis mein Pet da ist. Und wir machen auf jeden Fall weiter im nächsten Part. Bis dahin, wir hören uns.